wieder hoch. Komm rauf. Nein, komm, 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 komm. Nee. Ja, er ist auf der Schulter. Bin ich schon live? Hallihallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Retro oder Retro, wenn man es auf Englisch aussprechen will. Dem beliebten Minecraft-Projekt mit Ratten. Wir sehen schon, rings um uns herum sind ganz viele Ratten, die wir das letzte Mal angefangen haben zu züchten. Bis zum letzten Mal hatten wir nur drei verschiedene Rattenarten. Ich habe in der Zwischenzeit einen Papagei geholt, der cool ist. Er heißt Papagei. Wir hatten grünliche Ratten. Wir hatten braune Ratten und wir hatten graue Ratten. Und das hat sich alles in der Zwischenzeit geändert. Wir haben letztes Mal angefangen, Ratten zu breeden. Und wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viele neue unterschiedliche Farben bekommen dadurch. Im letzten Livestream. Also ich habe den Server verlassen. Das ist auch nicht ganz so gut, weil das hier ist unterm Chunk Spawn. Heißt, sie haben sich die ganze Zeit vermehrt. Irgendwann ist allerdings ein Limit erreicht worden. Denn es standen irgendwie zu viele Ratten aufeinander und dadurch sind die automatisch gestorben. Heißt, hier sind noch ganz viele Ratten von uns. Ach, Papagei. Der Papagei ist die ganze Zeit da. Und ich glaube, wir hatten auch noch ein paar hier rumstehen. Ja, hier. Die ist cool. Die hatte ich schon rausgeholt. Die hat auch eine coole Farbe. Die ist so... Ja, runter. 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 Ah, geht doch. Jetzt so coole Streifen, das ist so ein bläuliches Blau, Grau obendrauf, das ist nice. Auf jeden Fall werden wir jetzt Ratten unboxen. Erste Ladung Ratten, was haben wir? Wir haben eine Rare Drop. Eine Albino-Ratte. Als ob. Was haben wir da? Eine grau-weiße Ratte. Oh, die ist richtig cool. Mit diesem Verlauf zwischendrin süße Farbe. Eine olivgrüne Ratte, die wir schon kennen. Buh, langweilig. Nein, nein, jede Ratte ist ein eigenes Leben gewesen. Ja, die kennen wir schon. Die ist auch sehr nice. Dann, nächstes. Wir haben hier, selbes Prinzip wie die hier, nur mit Sandweiß. Sehr cool. Haben wir hier eine komplett weiße, auch ein bisschen sandfarbene, nicht Albino-Ratte, schwarze Augen, keine rote Augen. Nice. Ich sehe gerade auf dem Chat, Leute. Und wann kommt eine neue Folge Grounded? Wir haben Grounded durchgespielt. Ist tatsächlich jetzt ein neuer Patch draußen, aber erst auf den Testservern. Heißt, es kommt eine Weile nicht. Wie viele Ratten hast du? Du hast zu viele Ratten. Nein, 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 das ist gelogen. Wir haben nicht zu viele Ratten. Man kann nicht genügend Ratten haben. Kennen wir schon. Was haben wir hier drin? Oh, die haben sich gerade vermehrt in dem Moment, glaube ich. Hier, braune Ratten. Warte, hatten wir braune Ratten schon? Ja. Aber diese braunen hatten wir nicht. Dieses mehr helle Braun mit dem Weiß unten drunter, das ist neu. Hier, die mit dem grauen Kopf. Doch, das haben wir auch schon gesehen. Okay, das ist auch nichts Neues. Aber hier, zack. Das ist ein neues Braun. Und auch ein sehr süßes Braun. Oder? Ich werde verrückt. Nein, 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 das sind zwei verschiedene. Das sind zwei verschiedene Brauntöne. Ich werde nicht verrückt. Okay, wir haben auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel mehr Ratten. Hier wächst sogar noch eine neue auf. Und damit können wir ganz viele neue Sachen machen. Das wird ganz schön verrückt. Ich soll den Chat wegmachen. Der stört euch. Ja, dann mache ich den weg. Zack. Ihr dürft nicht mehr im Spiel sein. Radatum. Mein Bildschirm ist verpixelt. Ich guck gerade mal nach. Aber eigentlich dürfte ich in derselben Qualität wie das letzte Mal streamen. Also es dürfte sich eigentlich nicht krass unterscheiden. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Nein, 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 nein. Ich spreche schon recht laut, glaube ich. Viel lauter kann ich nicht reden. Oh, ich bin live, sagt mir YouTube. Wow. Link öffnen. Einmal schauen, ob die Qualität stimmt. Ja, sieht ganz okay aus. Dann du kannst die Qualität bei dir selbst hochstellen. Leute, und wenn ich einmal noch mal was zu Füßen lese, dann raste ich aus. Es gibt nichts, was ich so schnell bereut habe, wie das Ende vom letzten Stream. Ansonsten hat sich hier verändert, in meinem Raum. Das Hühnerloch ist weg. Die Hühner dürfen jetzt frei rumlaufen. Ich glaube, das ist ein kleines Problem, weil der Fuchs, wenn ich es richtig sehe,
Ja, er hat einen Huhn umgebracht und er sieht dort hinten einen Huhn, was er unbedingt umbringen will. Ich glaube, da habe ich nicht viel nachgedacht dabei. Ich weiß gar nicht, habe ich noch zwei Hühner? Ja, ich habe in der Theorie noch zwei Hühner. Warte, ihr müsst euch vermehren. Sonst werdet ihr ausgelöscht vom Fuchs. Kommt mit. Hier, aber nimm Bogen. Nimm Bogen. Schaffst du es da aus dem Wasser raus? Oh mein Gott, ist da ein Huhn ertrunken? Hä? Warte, das ist ein... Nein. Nein, 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 nein. Warum ist meine Wohnung so huhnunfreundlich? Komm schon, du schaffst das, Huhn. Du schaffst das. Das schaffst du nicht. Okay, vielleicht hier? Vielleicht schaffst du es hier? Komm schon. Nee. Das ist ein Problem. Ja, okay. Gut, wenn das nicht... Oh, die Ratte ist einfach ultra tapfer. Ah, da! Wir haben die Huhnpopulation wieder geholt. Ich habe einen Huhn bekommen mit ultra coolen Farben. Guck mal, das sieht richtig cool aus. Nice, oder? So, Maudado. Was machen wir heute, fragt ihr euch bestimmt. Es gibt eine Sache im Red Mod Pack, die ich noch eigentlich haben würde. Wir würden gerne haben. Und zwar, wenn wir hier schauen... Ein Ratinator. Halb Maschine, halb Rodent. Fires dual lasers at target. Das ist eine Sache, die wir heute auf keinen Fall erreichen werden. Heißt, ihr müsst euch erst gar nicht drauf freuen. Es ist nur eine Sache, auf die wir langsam hinarbeiten können. Denn um dieses Ratten-Upgrade zu machen, brauchen wir ein Redlantian Automaton Head und den bekommen wir nur mit einer Archäologisten. Ihr seht, was da steht. Ihr seht, was da steht. Und diese Ratte bekommt man nur mit einem Chunky Cheese Token und einem Archäologen Head. Die anderen Sachen sind leicht zu bekommen. Und die Chunky Cheese Tokens bekommt man aus Tiny Coins. So. Oder Extremely Rare Drop Rate from Rats. Heißt, man muss entweder ganz viele Ratten umbringen. Ich habe mal geguckt, wie die Drop Rate ist. 1 in 10.000. Oder man macht es über diese Tiny Coins, die man von der... von dieser Ratte bekommt. Aristokratenratte. Und dafür braucht man Sachen, die man eigentlich erhalten kann. Und die droppt dann die ganze Zeit Tiny Coins. Heißt, die stelle ich irgendwo auf, die droppt die ganze Zeit das Zeug und nach 3 Tagen logge ich mich ein und dann habe ich das. Heißt, ich töte entweder 10.000 Ratten oder ich hole mir diese Ratte. Und die Entscheidung ist quasi schon gefallen. Ich habe hier, das ist meine Rattenkiste. Wir haben ein Top-Head. Wir haben 2 von diesen Red Skulls, die hatte ich zum Glück noch. Den Top-Head habe ich hergestellt. Und dann das da. Und ansonsten war es nur Gold, oder? Ah, nee, Emeralds brauchen wir auch noch. Da habe ich, glaube ich, nicht genug, aber die können wir ja schnell holen. Emeralds sind ja kein Problem. Ich habe Zwiebeln dabei. Zwei Emeralds brauchen wir, oder? Hole ich noch ein paar mehr Zwiebeln mit, dann gehen wir kurz handeln. Die Villager in den Modpacks haben sich irgendwie auf Zwiebeln angepasst. Das ist die auch... Das ist eine Ratte. Auch eine von mir, okay. Die essen hier anscheinend ab und zu ein paar... verzwiebelt auf. Habe ich kein Problem mit. Alles klar. Ansonsten, ja, der Stream wird recht entspannt, Leute. Nichts ultra krasses. Ich sehe gerade, ich habe hier mein ganzes Interface verschoben, was nicht gut ist. Ich sehe nichts mehr. Ich bin quasi blind. So. Der Stream wird recht entspannt. Wir machen nichts Spezielles, Leute. Wir craften wieder Ratten. Man kennt es nicht anders. Warte, wo wollte ich hin? Ich wollte Ratten train gehen. Dafür, ich wollte Emeralds ertrainen gehen. Dafür gehen wir zu den Villagern. Leute, bitte fragt nicht nach anderen Spielen. Shellshock Live kommt vielleicht irgendwann wieder. Oder du isst Pock. Ja, das Pock-Emote ist echt cool. Es gibt jetzt auch neues Emote. Habe ich seit dem letzten Mal eingefügt, weil wir jetzt genügend Subs für neues Emote hatten. Bonk. Dado Bonk dürfte es sein. Auch ein sehr lustiges Emote von Elias. Solar Eclipse heißt der auf Twitter. Sehr cool. Ich liebe das Bonk-Emote. Ah, so, wir wollen Zwiebeln vertauschen für Emeralds, wenn möglich. Hallo, möchtest du Zwiebeln kaufen? Du möchtest keine Zwiebeln kaufen. Möchtest du Zwiebeln kaufen? Oh mein Gott, weh, keiner von denen will Zwiebeln kaufen. Ich raste aus. Der ist hier nicht hier vorne?
Der will auch keine Zwiebeln kaufen. Es gab einen der Zwiebeln. Komm mal her. Bitte. Bitte, bitte komm. Ich habe hier alle anderen schon gefragt. Warum? Mit was füttert man die nochmal? Es gab doch... Ah, da. Der will Zwiebeln. Gott sei Dank. Okay. So. Wir haben genügend. Machst du mal Among Us? Ich habe doch schon Among Us Videos hochgeladen. Die habe ich echt viel Mühe gesteckt. Ich finde die auch ganz okay gut. Aber die Kommentare standen immer nur, die Runde habe ich schon gesehen. Nein, die Kommentare waren sehr nett. Die Kommentare waren sehr nett, das will ich nicht sagen. So, warte, fliegen wir nach Hause. Ich habe ja eine Elytra. Wusch. Die Kommentare waren durchaus nett. Nein, nein, Leute. Ich pack Fuß gleich auf die Wörter-Blacklist. Also ich mein's ernst. So, wir haben genügend Emeralds. Jetzt brauchen wir noch Gold. Gold habe ich aber genug. So, Goldnuggets auch. Heißt, wir brauchen noch 2 Karotten, wenn ich es richtig im Kopf hatte, oder? 1, 2. Und... So. Dann die hier, umrandt mit Gold. Genau. Und ein Emerald-Block. Dann kriegen wir dadurch die Aristokratenratte. Perfekt. Und dann können wir das ja einfach direkt mal an der Ratte hier testen. Hier, guck mal. Drop mal einen Coin. Ah, oh, schade, sie sieht nicht anders aus. Warum sieht sie nicht anders aus? Bist du verbuggt? Ratten sehen doch normalerweise immer anders aus mit jedem Upgrade. Nee. Oder muss ich sie vielleicht dann noch auf Harvest stellen? Nee, dann harvestet sie bestimmt wieder irgendwas. Red Drops. Ja, droppt einfach. Ich lass mal drin, wenn ich jetzt so ein tiny Ding irgendwann drin habe. Da steht, wenn es tötet oder randomly. Heißt wahrscheinlich so im Zeitintervall. Wenn da irgendwas drin ist, dann. Alter, der Fuchs. Oh, das Abo. Es wird einfach bedroht. Aber es geht auch anscheinend nicht zum Fuchs hin. Also sie laufen nicht einfach zum Fuchs hin. Also anscheinend sind sie schlau genug. Und das kleine Huhn bleibt beim großen Huhn. Heißt, es sollte eigentlich recht sicher sein. Hier drüben hatte ich, glaube ich, noch eins, aber das hat der Fuchs bekommen, weil ich ihn vorhin einmal freigelassen habe, weil mein Papagei auch angeleint war. Okay. Dann haben wir die Aristokratenratte. Schau mal, ob die irgendwas macht. Außer vom Fuchs bedroht zu werden. Und dann... können wir noch eine Enderratte machen, wenn ich es richtig im Kopf habe? Vielleicht sieht die ja anders aus. Vielleicht ist die ein größeres Highlight. Ging, glaube ich, so, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. So? Nee, dann war es so. Ja. Red Ender. Die kann im Prinzip sich nur teleportieren. Ist anscheinend gut, wenn man Ratten zum Transportieren von Items benutzt. Tue ich aber ja nicht, deswegen. Würde ich aber nur wissen, ob die... Oh mein Gott. Es ist eine Enderratte. Sie ist cool. Okay, das reicht mir. Das ist genügend Qualität. Ist deine Switch aus? Meine Switch ist aus. Buru zum Entspannen. Ustar, du Fiestar, du was? Weißt du, wie GP aussieht? Nein, Ender Games. Es liegt. Buru, gute Qualle. Die Qualle ist echt cool, oder? Und der Fisch auch. Das ist mein Goldfisch. Und hier? Guck mal. Da ist ein Skelettkopf. Den werden wir irgendwann für unseren Mega-Laser verbrauchen. Okay. Enderratte sieht nice aus. Die stellen wir irgendwo prominent ab. Eigentlich könnte ich dich... Aua. Oh nein. Habe ich sie umgebracht? Ah ne, sie ist da unten. Komm nochmal mit. Wir bauen uns hoch, anstatt das Ding zu benutzen. Ich habe allerdings keine Blöcke dabei. 1, 2. Wir nehmen Zombie-Blöcke. Haha, weil sie hier sind. Ultra nice. Wir stellen die Ratte neben den Enderman. Hier, guck mal. Guck mal hier in die Richtung. Ja, perfekt. Das sieht man sie halt gar nicht. Nur wenn man reinkommt. Aber die ist cool. Mit Endereffekten, Enderaugen. Nice. Und...
Leute, okay, das ist absolute Rattenqualität. Ich glaube, wir können auch noch, wenn ich das recht im Kopf habe. Es geht alles Schlag auf Schlag. Ich habe es wohl zu gut vorbereitet. Wir verbrauchen gerade den ganzen Content. Ich meine, ich kann, wenn ich das Rezept auch noch im Kopf habe. Oh mein Gott, ich bin so gut. Eine Dämonenratte machen. Warte, wo ist meine Enderdrachenratte? Meine Drachenratte. Die habe ich doch das letzte Mal gemacht. Ist sie noch da? Ja, da, ja, ja, die ist noch da. Ah! Ah! Was macht sie? Was? Nein! Nein, warum? Nein! Sie! Warum hat sie das gemacht? Hä? Sie hat meinen Papagei umgebracht! Warum? Ich versteh's nicht. Warum hast du da... Hä? Sie ist nicht mal auf Angreifen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum... Bist du auf Angriff? Nein. Ich wollte gerade mit meinen... Ich wollte gerade mit meinen... Hallo, Lyrun. Ich wollte gerade mit meinen... Mit meinen Ratten posen. Und dann bringt die Ratte... einfach meinen Papagei um. Ich hab den heute geholt. Ich hab mich so gefreut. Zack, zack. Jetzt ist es weg. Ja, die Ratten sind trotzdem cool, oder? Die Ratten sind cool. Schade, armer Papagei. Maudado, versprichst du mir, wenn möglich, nicht Schnecken zu vertrampeln? Ich vertrampel auf keinen Fall mit Absicht Schnecken. Und welche, wenn ich welche sehe, gehe ich auch aus dem Weg. Aber ich habe bestimmt in meinem Leben schon mal eine Schnecke aus Versehen umgebracht. So. Der kleine Wurm ist immer noch nicht erwachsen. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst um die Performance, wenn ich hier weiter die Ratten züchte. Wir haben ja eigentlich jetzt eine Albino-Ratte. Alle Farben haben wir, glaube ich, nicht. Es gibt noch so eine ganz coole mit beigem Popo und weißem Kopf. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber im Prinzip haben wir ja coole Ratten. Ich frage mich auch, warum meine Ratten jetzt alle da hingekommen sind. Das verstehe ich nicht ganz. Warum seid ihr jetzt alle im Wasser? Ey, ey, ey. Naja. Oh mein Gott. Ich stelle die mal alle auf Stay hier. Warum? Warum? Warum haben die meinen Papagei umgebracht? Hier kommt er raus, Leute. Auf was steht ihr jetzt, dass ihr... Ja, ich muss die, glaube ich, alle... Ich glaube, die neuen Ratten, die gezüchtet wurden, muss ich erst alle einmal umstellen, dass die nicht plötzlich loslaufen. Es gibt, glaube ich, auch... Warte, ich habe doch eigentlich... Ich hatte doch eine Rattenflöte irgendwo. Wo habe ich den gemacht? Mit der Rattenflöte kann ich, glaube ich, allen sagen, was sie machen sollen. Da muss ich nicht jede einzeln anklicken. Oh, das wäre richtig cool mit der Rattenflöte auch, wenn ich gerade drüber nachdenke. War die teuer oder kann ich die einfach nochmal craften? Ja, eigentlich war die billig, aber ich hatte die schon. Habe ich die vielleicht in meinem Backpack? Nö. Ja, ich habe einen Ender-Packpack. Ach, den hatte ich, glaube ich, schon letztes Mal. Hm, okay. Da! Die hat was gedroppt. Zwei Stück, zwei Tiny Coins. Okay, dann klappt's anscheinend. Heißt, wir können da gleich einen Apparatus bauen, der das noch einsammelt mit ein paar Hoppern. Rattenflöte, Rattenflöte, Rattenflöte. Ich habe hier eine Rattenmaske. Aber Rattenflöte sieht hier schlecht aus, oder? Vielleicht hier drin? Nö. Ansonsten halt unter Werkzeug. Ja, da ist sie. Hier. Wie hat die funktioniert? Oh, Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich habe gerade Ratten zerquetscht.
Commands. Sneak and use to change command. Hunt animals, gather items, harvest, transport, hunt monster, wander, stay here. Ich habe die Ratten umgebracht. So, warte. Welche Ratte hat jetzt das Upgrade? Welche? Oh nein. Oh nein. Sie ist aber nicht gestorben. Dann hätte sie ja gedroppt, oder? Und es sind immer noch ganz viele da unten drin. Kommt mal mit. Oh, die ist hübsch, oder? Die linke. So. Da, das ist er. Komm mal mit. Machen wir hier gleich so ein Apparatus, dass alle Sachen, die du droppst, direkt aufgesammelt werden mit neuen Hoppern. Okay. Wir haben die Ratten jetzt hier ein bisschen im Weg. Aber was will man machen? Ich möchte nicht 10.000 Ratten töten, aber wir können eigentlich... Naja, wartet. Eine Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Der Archäologe, der braucht noch ein Archäologisten-Head. Und den kann man nicht craften. Der wird nur gedroppt von Husks, das sind Zombies in der Wüste, oder Skeletten im Dschungel. Heißt, es ist ein Rare-Drop. Heißt, ich muss irgendwann grinden. Heißt, die andere Möglichkeit ist natürlich, ich mache eine Rattenfarm, geht mit Abfall ganz gut und mache noch Looting auf mein Messer. Das fehlt gerade noch, aber das ist, glaube ich, ziemlich teuer. Wenn ich ein bisschen Glück habe. Das ist ein XP-Turm. Zack, da hatte ich noch 30 Level drin. Die werden halt umskaliert. Ja, ich nehme 30 Level raus. Ihr seht, 30 Level auf dem Level sind 10 Level auf dem Level sind so viel wie 30 Level insgesamt. Das ist dieses blöde Scaling, was alles ultra teuer macht. Damit dürfte ich eigentlich... Ja doch, Looting. Wo hab ich denn hingemacht? Hier. Looting noch draufpacken können. Mal schauen. Messe plus Looting. Ja, gerade so. Ein bisschen teuer. Aber jetzt haben wir Looting 3 noch auf dem Messer. Heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Ratten töte, vielleicht ist es dann sogar wahrscheinlicher. Auf jeden Fall praktisch für die Husks später. Heißt, das werde ich auf keinen Fall bereuen. So, das ist mein Rattenloch. Hier können wir immer mal wieder Ratten töten. Zack. Zack. Boah, Alter, wir können uns so gut von Ratten ernähren. Mit den neuen Drops. Was war, ist da gerade rausgedroppt? Ach, nur Red Bow. Ah, und das Skull bekommen wir auch häufiger, weil der ist eigentlich ein Rare Drop. Den habe ich nur zweimal bekommen, obwohl ich echt viel gespielt habe insgesamt. Okay. Machen wir auf, hier runter und wieder zu. Sehr gut. Was war ich gerade machen? Ich habe es komplett vergessen. Red was squished too much. Okay. Rattenmörder. Das stimmt nicht. Lüge. Nee, ich habe die Dämonenratte gemacht. Ich habe zwei Tiny Tokens. Ach genau, und jetzt wollte ich hier die Hopper bauen. Dafür brauche ich Holz. Habe ich noch Kisten oder muss ich neue Kisten craften? Nö, ich kann neue Kisten craften. Alles chillig. Alles chillig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich brauche 2x9. Oh Gott, ich hoffe, ich habe genügend Eisen. 9 Hopper ist, glaube ich, echt teuer. Wie war denn das Rezept dafür so, oder? Ah ja, das sollte gehen. Wir haben genug. Oh Gott, und wie hat man die platziert? Wie hat man nochmal Hopper platziert, dass sie in die richtige Richtung zeigen? Das habe ich halt gar nicht mehr im Kopf. Da werde ich mich gleich ultra blamieren. Naja, Leute, wir probieren das aus. Wir probieren es aus und irgendwie wird es klappen. Ich mag das gar nicht, dass der Fuchs so ein großer Feind von diesen Hühnern ist. So, genau. Und zwar... 1, 2. Muss ich so? Und jetzt ist es richtig. Und wenn ich hier so mache, dann zeigt es darüber. Ah ja, dann zeigt es darüber. Okay. Dann stimmt das alles. Hier ran.
Ja, der Sinn hinter der ganzen Sache ist einfach, wenn der ganze Zeit Sachen droppt, ich weiß nicht wie viel, ein Feld wird vielleicht reichen, aber wenn ich den jetzt in die Mitte auf diese Hopper stelle, dann soll es auf jeden Fall gehen. So, und dann füllt es sich alles hier rein und hier können wir rausgehen. Hallo, Herr Frosch. So. Du gehst mal da in die Mitte und droppst dir dein Zeug und dann gucke ich irgendwann in 10 Tagen vorbei und dann ist da genügend für alles Mögliche. Passt? Nö. Daily Presents. Habe ich keine mehr. Habe ich schon benutzt. Der Fuchs mag auch keine Hasen. Ja, Hasen habe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie nachhaltig das ist mit diesen Tieren, dass sie hier frei rumlaufen dürfen. Meine Bienen sterben die ganze Zeit an der Decke. Meine Hühner werden vom Fuchs gegessen. Oder gehen natürlich, was halt die meisten Tiere machen. Wahrscheinlich auch schon ein paar Frösche. Hier durchs Portal. Ich bin gespannt, wie viele meiner Tiere jetzt hier hinter dem Portal sein werden. Okay, hier ist keins. Die laden aber manchmal auch nach. 2 Ratten, aber das wusste ich schon. Und manchmal spawnen die auch über dem Portal. Heißt, vielleicht ist hier oben ein Huhn. Nö, hey, hier ist gar nichts. Als ob. Das kann ich irgendwie nicht glauben, außer meine 2 Ratten. Und ich kann meine eigenen Ratten irgendwie nicht mehr töten. Früher ging das, hatte ich das Gefühl. Früher konnte ich die noch schlagen, aber das ist wohl vorbei. Ja, ich kann mit den Ratten auch nicht reißen. Stimmt ja, da war ja was. Aua. Ja, ihr könnt zu den anderen dazu. Die absolute Rattenpart. Ach, stimmt. Stimmt. Das kann ich ja echt machen. Oh mein Gott. Das geht ja wirklich. Aber es hat keine Spur. Eigentlich müsste hier in die Mitte rein. Genau hier, da wo der Teppich ist. Mach mal Platz, Leute. Der DJ braucht Platz. Ja. Ich glaube, die Lautstärke wird erst erneuert, wenn ich... Ah, ne. Das ist schon cool, Leute. Das ist schon cool. Oh, guck mal, die Dämonenratte macht den Gangnam Style. Die Hälfte macht gefühlt den Gangnam Style, okay. Ja, ich kann das schon. Dass die tanzen, wusste ich natürlich schon. Aber hier ist schon eine große Ansammlung an Ratten, die jetzt tanzen. Na, ja, Tanzparty auf den Laser. Haha. Hat der Nightbot irgendwas gebannt? Warte, ich guck mal, was der gebannt hat, ob das gerechtfertigt war. Nee, einfach nur ein Freudeausruf, Leute. Ihr dürft euch nicht so sehr freuen, sonst werden die gebannt. Ich muss das unbedingt mal ändern. Aber wenn ich das nicht mache, dann wird irgendwie immer eh gespammt oder sowas. Und deswegen ist der so hart eingestellt. Okay, sehr cool. Wir haben Ratten, die hier tanzen. Wir haben eine Ratte, die jetzt da ganz alleine sitzt und ein paar Coins producen muss. 2 hat sie schon gemacht. Oder sind es die? Ah, oh, ne. 4 habe ich jetzt schon insgesamt. Das muss sie insgesamt 9 mal 9, also 9 hoch 3 mal machen. Vielleicht auch falsch. Je nachdem, wie häufig sie das macht. 729. Naja, wie lange streamen wir jetzt schon? Und sie hat 4 hergestellt. Wie lange leben die jetzt schon? Alle 5 Minuten? Ist das realistisch? Warte, jetzt ruhe ich. Nee, dafür rufe ich jetzt den Rechner auf.
In 2,5 Tagen haben wir es dann. Wenn es alle 5 Minuten eine Coin erstellt. Okay, Musik ist zu Ende. Sie tanzen natürlich weiter, wie es sich gehört. Wir machen wieder Minecraft leiser. Okay. Gut, was haben wir noch vor? Ich kann jetzt Gasdrehen entweder holen, dann können wir noch eine coole Ratte machen. Das war die Strider Red. Ich habe nur eine Gasträne. Heißt, das wäre gut. Oder wir gehen in die Wüste und farmen Zombies. Aber ich weiß nicht, wo eine Wüste ist. Hattest du eine Wüste gefunden? Das Huhn. Ja, wo ist denn das Kind hin? Wird der Livestream hochgeladen, der wird halt gespeichert. Wüste. Okay. Unbedingt in die Wüste. Die Wüste ist verschneit auf diesem Server, ist die Sache. Die ist verschneit. Die ist nicht so krass spannend. Ich glaube, was ich aber trotzdem machen werde. Oh mein Gott, die Ratten, die sind hier so unpraktisch. Auch wenn sie tanzen. Sie segnen natürlich, sie sind natürlich ein Segen durch ihre Existenz, aber sie sind, glaube ich, auch echt anstrengend. Warte, ich werde, glaube ich. Ist es ein Zaun? Ja, genau. So der Zaun und dann noch so für ein Zaungate. Ich glaube, auch wenn es blöd aussieht, ich werde hier einen Zaun hinmachen, damit nicht alle meine Tiere ins Netherportal rennen können. So. Auf die Lava drauf. Und ich hätte gern... Hey Maudado, weißt du, welches Tier dir auch fehlt in deiner Sammlung? Ein Papagei! Danke für diesen Hinweis. Mein Papagei ist gerade eben erst verstorben. Okay? Soll ich den Fuchs ein? Hä, warum? Mit dem Fuchs geht's doch gut. Der Fuchs geht super. Ja, ich glaube, ich habe da dir eine unmögliche Aufgabe gegeben. Ich habe auch mal geschaut auf meiner Map vor einer Weile, als ich gesehen habe, dass man es braucht, ob man irgendwo eine Wüste sieht. Aber man sieht es echt schwer auf der Wüste. Also generell, ich habe mich sehr gut daran erinnert, wo die Krabben sind, weil ich da die ganze Zeit auf dem Weg immer die Map geöffnet habe. Deswegen, das ist ein Ort, den ich immer wieder finden werde, weil ich halt auf der Map aktiv gesehen habe, ah, da ist es. Aber ansonsten ist es sehr schwer, irgendwas auf dieser Map wieder zu erkennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach oben scroll, ich glaube, hier oben habe ich gedacht, dass da eine Wüste wäre irgendwo. Oh mein Gott, warum sind das so Effekte gerade gewesen? Weil es einfach, ja, keine Ahnung. Ich habe erst gedacht, Lavaseen sind recht häufig in der Wüste und außenrum sind so grüne Punkte, aber die grünen Punkte können einfach auch Gras sein, was rumsteht. Heißt, man erkennt es leider überhaupt nicht. Oh. Nee, da habe ich mich verscrollt. Ich habe den Chat normalerweise größer, ich habe den nur so klein gemacht, weil immer, wenn ich aus dem Spiel raustappe, mache ich immer T, damit ihr noch irgendwas seht. Und deswegen, sonst war der immer so groß und dann hat es einen halben Bildschirm verdeckt. Spielt Zombie auch? Nein. Also Zombie spielt bestimmt irgendwas. Zombie ist der Mega-Gamer. Aber ja, okay. Dann gehen wir einfach mal in die Hölle. Und gucken, ob wir ein Gas finden, okay? Das klingt doch eigentlich nach einem Plan. Ich habe eine Leviathan-Map, wo eine Wüste war. Ich weiß nicht, was eine Leviathan-Map ist.
Was mit Oblets? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ich weiß nicht, was. Ich habe keine. Es wurde mir ein paar Mal schon geschrieben, dass irgendjemand sich auf TikTok als meine Cousine ausgibt. Oder so. Ich weiß nicht. Ich habe keine Cousine. Ich habe keine Cousine, Leute. Also, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Oh nein. Oh mein Gott. Bitte nicht in die Lava schießen. Das ist das Letzte, was ich will. Wie lange geht das Stream? Das ist eine gute Frage. Wie findet man am besten Gas, Leute? Eine Supra. Auf Supraland ist nicht gestorben. Das kommt noch. Müsste ich irgendwann mal gleich mal zeigen. Okay, Leute, ich. Yeah, okay. Alles gut. Das Stream ist nicht so prepared wie der letzte. Obwohl, wir haben eigentlich schon alles abgehakt. Es ging eigentlich zu schnell. Ich hab so schnell alles durchgecraftet, dass es gar kein Problem war. Ich hab ein. Oh, blaues Feuer. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst, aber ich würde da gerne rüberfliegen. Warum ist das Feuer blau? Ich habe das schon mal gesehen, aber ich erinnere mich nicht, warum das existiert und warum nicht. Ja, was habe ich denn so die letzten Tage gemacht? Ich weiß nicht, irgendwie keine Videos, so viel kann ich sagen. Morgen kommt hoffentlich eins, übermorgen kommt hoffentlich auch eins. Kannst du mich grüßen, bitte? Ich grüße dich. Ich grüße alle. Kann ich die Renderstanz noch auf höher stellen, einfach damit ich den Fock nicht habe, aber es rendert trotzdem nicht weiter? Ja, sieht gut aus. Kann ich noch... Brightness ist schon auf Bright, okay. Ich habe nur 4 Raketen, aber ich benutze sie trotzdem mal. Hier war schon jemand, das ist die Sache. Hier ist halt so ein Atmo-Mod drauf, wodurch die Sounds anders sind. Okay, alles klar. Ich will ihn eigentlich mit dem Loot-Messer schlagen. Deswegen würde ich gerne... Genau, den da machen. Oh, sehr gut. Okay. Gas drin. Das ging erstaunlich einfach. Hallo? Entschuldigen Sie, was soll das? Okay. Irgendwie habe ich gedacht, ich muss jetzt Jahrhunderte suchen. Fortune, sehr gut, dann nehme ich auch noch ein bisschen davon mit. Ja, keine Ahnung, ich habe die letzten Tage nachgedacht. Ich habe meine Wohnung ein bisschen aufgeräumt. Mit meiner Wohnung geht es wieder steil bergauf. Ich muss sagen, die letzten 3 Monate, ich hatte meine Wohnung ultra im Griff, und vor noch so 3-4 Monaten, da ging es steil bergab und ich habe sehr wenig gemacht und langsam, Gott, ich habe kurz gedacht, das wäre ein Pillager, nicht ein Pillager, ein Pickling, oder heißen die Pickling? Es gibt so viele Mobs mittlerweile in Minecraft, auch wenn ich es richtig gut finde. Es geht wieder steil bergauf, es kehrt Ordnung ein. Was sehr gut ist, weil ich wollte ja dieses Jahr auch irgendwann vielleicht noch umziehen. Dann schaue ich einfach schon mal... Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen, das war ultra riskant. Dass ich alles schon ein bisschen vorsortiere und alles. Einfach, damit ich das spontaner machen kann. Weil umziehen ist einfach die Hölle. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Ein bisschen mit OBS rumprobiert, mit Stream-Layouts und alles mögliche für für das Event, über das ich schon lange rede, falls es irgendwann passiert, dass ich vorbereitet bin. Du ziehst um, du bist doch gerade erst umgezogen. Ja, Leute, vor 2 Jahren. Okay, so häufig zieht man eigentlich nicht um. Oh ja, das stimmt. Ja, hierher zu ziehen war ein Experiment, wie gesagt. Wenn ich sage, ich lebe im Wald, dann meine ich das auch wirklich so.
Also, es ist schon näher an einem kleinen Dorf, in dem es tatsächlich einen Edeka gibt, der bis 18 Uhr jeden Tag auf hat. Aber es ist auch davon ein bisschen entfernt. Hier sind 3 Häuser im Wald und ja, deswegen. War insgesamt dann doch so keine gute Idee. Ich habe es sehr gemocht, überall hin zu Fuß gehen zu können. Für alles geht jetzt nicht mehr. Und im Winter ist mit dem Fahrrad auch echt nervig. Heißt, ich nehme auch häufiger mein Mini-Auto. Und ja, deswegen. Vielleicht vermisse ich es ja dann wieder, wenn ich in der Stadt wohne. Aber ich werde dann wahrscheinlich in die Nähe von meinen Freunden ziehen, von Osoft und Wintercracker. Das wird dann bestimmt cool. Dann kann ich vielleicht auch was im echten Leben machen, was ich eigentlich nie in meinem Leben gemacht habe. Deswegen ist Abenteuer. Aber jetzt ist gerade eh alles Corona, deswegen mal schauen, wie das wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das wird auf jeden Fall. Also ich wüsste nicht, wie es schlecht werden sollte. Außer es hassen mich dann alle. So, okay. Den Quarz noch, dann gucken wir da vorne noch ins Rote. Obwohl, ins rote Gebiet will ich nicht, das ist ultra tödlich. Ich rüste schon mal meinen Spiegel aus. Mit dem können wir uns nach Hause teleportieren zu unserem Spawn Point, zu unserem Safe Point. Ach, so ein blöder Schweinemensch. Zack! Oh. Upsi, Schluck auf. Ich hoffe, der geht schnell weg. Das werde ich im Chat ausgelacht. Ich kenne das. Habe ich Silk Touch dabei? Dann können wir hier noch die Nieterstellack mieten. Haha. Oder du wusstest, wie die richtige Bezeichnung ist. Mitnehmen. Und vielleicht noch ein bisschen Basalt. Ich glaube, ich habe fast meinen Basalt allen aufgebraucht. Oh, das ist ein dummes Schwein. Wie kommt ein Huhn? Oder spawnen. Die spawnen mit Huhn, oder? Ich wollte gerade fragen, wie kommt ein Huhn in den Nether? Aber der muss ultra rare sein, oder? Habe ich gerade Lotto und Minecraft gewonnen, dass ich das überhaupt sehe? Maximal rare? Was ist das für ein Mod? Das hier ist gerade Vanilla Minecraft, oder? Basalt gibt's. Also ist nur die neueste Version. 1.16.4 spiele ich. Also Basalt ist Vanilla Minecraft. Aber der Spiegel ist Charms, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob es Charms ist. Nee, Charms war es, glaube ich, nicht. Charms macht nur so Basic-Sachen. Hä, hier ist doch nicht mein Spawnpunkt. Oh, ich muss die Renderdistanz wieder runterstellen. Der Overworld. Dieser Zaun ist richtig dumm. Die Ratten, die hier alle rumstehen, das sind auch richtig dumm. Was ist aus meinem Zuhause geworden? So, ich lege einfach mal den Quarz hier zwischen ab. Und dann nehmen wir raus. Ich brauche den 2 Nether Cheese. Dann brauche ich noch mehr von dem Cheese. Hier, die lege ich auch mal hier zwischen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, den Rest, oder? 2 von dem. 2 Gas drehen. Warte, ich kann ja nachgucken. Ah, die Pilze brauche ich noch. Habe ich auch. 1, 2, 3, 4. Okay, sehr gut. Da bin ich richtig drauf gespannt. Ich muss sagen, ich finde die Strider. Oh mein. Oh nein, ich brauche ein Sattel Upgrade dafür. Wie hat man nochmal das Basic? Oh. Ist das Rezept kaputt? Oh, das wird geupdatet. Ist das Rezept weg? Ich kann nicht draufklicken, also es wird mir nicht angezeigt. Has no effect, basic mount. Oh, das ist nicht gut. Warte, ich guck mal nach dem Rezept online, ob man es noch machen kann. Oder ob das Update, das Upgrade weggemacht hat. Basic mount reds. Wiki. Hm.
Mount. Okay. Sieht nicht gut aus, Leute. Ich nehme mal Stream, mein Bildschirm. Oh, der ist hier nirgends. Ich kann hier, warte, was wollen wir gerade? Wir wollen gerade das Strider machen. Nee, ist hier auch nicht. Basic Mount Reds Wiki. Mount Minecraft Reds Mount. Mount Oku Red. Was ist Mount Oku Red? Okay. Wie heißen die auf Deutsch? Oku-Ratte. Ah ja. Okay. Altweltmäuse. Rennratte. Das ist keine Oku-Ratte. Er geht hier aus der Gruppe Altweltmäuse. Ah doch, okay. Wurde bislang nur 4 Exemplare gefunden. Die Tiere erreichten einen Kopf um Rumpflänge von 11 bis... Ach, die sind ausgestorben, oder wie? 2 gewogene Tiere. Nee, die wurden gewogen. Oku. Okay, alles klar. Oku-Ratte, ultra rare, Leute. Nice. Das wollte ich aber nicht. Warum gibt mir das? Reds Wiki. Upgrade. Ja, ich hätte gerne die ganzen Upgrade. Reds Upgrade, aber da sind die nicht dabei. Red Upgrade, Retinator. Chicken. Nee. Red Upgrade, Prinzen, Armor, Angel, Animal Breeder. Oh! Das ist eigentlich eine Idee, oder? Ich gebe das einer Ratte. Dann setze ich die auf Harvest anscheinend. Und dann kann ich dir sagen, dass die ganze Zeit meine Tiere vermehren soll. Ah, ich habe die Wüste gefunden. Oh. Oh, cool. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Warte. Hast du Gurt? Oder willst du hin? Oder... Ich weiß nicht, ob ich direkt los will... Okay, Sprach 100. Ja, irgendwie kann ich es nicht mehr herstellen. Das ist irgendwie dumm. Aber warte, was wollte ich gerade machen? Basic. Nee, ich wollte gerade Feeder. Breeder. Was brauche ich dafür? Das ist doch bestimmt nicht teuer. Ei, Farmer's Head, Karotten. Das habe ich alles. Das ist ja ultra easy. Der Farmer's Head ist das Schwerste, aber dafür habe ich auch alles. Okay. Warte, wie viel? Ein davon, eins, zwei, drei davon. Dann machen wir direkt den Hut. Zack. Karotten, Ei, Red Upgrade, 2 Samen. Das könnte problematisch sein, dass ich die nicht direkt habe. Ich habe nämlich nur ein. Aber einen Samen sollten wir, denke ich, noch irgendwo herbekommen. Oh, aus Red Nuggets kann ich einen herstellen. Dann brauche ich nochmal 2 extra Weizen. Alles. Super, danke.
Du bist die Beste. ein Ei habe ich hier. Zwei Karotten. Ja, der zweite Samen fehlt. Was genau ist Minecraft Ratto? Ratro! Das ist eigentlich nur ein Server, auf dem wir privat gespielt haben. Also auf den Schlinge gemacht hat. Link zu Schlinge in der Beschreibung. Und auf dem wir mit Freunden halt zusammen gespielt haben. Und dann habe ich ab und zu dazu gestreamt und ja, der größte. Nee, hier bin ich falsch, hier wollte ich nicht hin. Oder wollte ich hier hin? Oh doch, ich wollte hier hin. Danke, sponsored by GoRoy alles. Sehr schönes Bild, by the way. Ja, und das jetzt streame ich hier immer drauf, wenn ich kein Content anders, also wenn ich keine Videos hinbekomme, dann streame ich einmal die Woche hier drauf. Und ich hab Spaß an dem Projekt. Also ich habe die letzten Tage nicht viel gespielt, aber ich habe gedacht, ich kann eigentlich wieder reinschauen, weil meine Höhle ist immer noch nicht fertig. Ich habe jetzt hier hinten diesen Gang ausgekleidet, aber irgendwie auch nur schnell. Eigentlich wollte ich hier so eine richtige Höhle hinmachen, aber das habe ich irgendwie nicht geschafft. Ich brauche nur zwei Samen und habe zwei extra. Heißt, zack, ihr könnt ein Kind machen. Ihr werdet wieder vermehrt. Oh, süß. Okay. Habe ich jetzt alles? Kann gut sein. Wir können es einfach testen. Einmal bitte craften, wenn alles vorhanden ist. Ja, sehr gut. Okay, welche Ratte? Du bist cool. So. Du wirst jetzt, erstmal, du stehst noch auf Stay hier. Okay, alles chill gerade, oder? So, jetzt ist die Frage. Wenn ich dir Blumen gebe, schaffst du es, Bienen zu vermehren? Wenn ja, ich hätte nämlich gerne richtig viele Bienen. Hier, ich gebe das mal. Und dann auf Harvest stand da. Ja, als ob! Okay, das löst eigentlich mein Problem mit dem Netherportal. Weil mit dem Netherportal hatte ich immer Angst, dass mehr Bienen sterben. Obwohl, es löst mein Bienenproblem. Weil ich hatte immer Angst, dass mehr Bienen sterben als Nachkommen. Weil ich sie ja manuell züchten muss. Aber jetzt kann ich eigentlich die Bienen freilassen und sie fliegen reihe rum. Fliegen gegen die Decke, sterben ab und an. Aber es fliegen immer Bienen rum. Es sind nicht die gleichen, aber es fliegen Bienen rum. Ja, sehr gut. Und dann kann ich noch einen zweiten machen für die Frösche. Ah, oder für die... Doch lieber für die Hühner. Oder ich kann den immer abwechseln. Der kann Schichtarbeit machen. Ah, guck. Ach, und währenddessen bist du... Oh, nee. Obwohl, das ist ja jetzt ein Portal. Der ist ein Zaun dazwischen. Heißt, der darf da auch ruhig sein. So, was macht denn unsere Ratte hier? 7! Oh, noch zwei mehr. Und wir können unser erstes Teil craften. Vollbild. Oh, ich bin noch in der... Oh, ah, das ist unangenehm. Sorry, Leute. Ich habe ganze Zeit gedacht, warum sagen sie, ich habe erst irgendwie Vorbild gelesen und dann habe ich gedacht, nee, das stimmt nicht. Dann habe ich Vollbild gelesen und da war mein Gehirn schon aus. Und jetzt muss ich es dreimal lesen, bis ich es verstanden habe. Warte, ich mache mal einen Screenshot von den Koordinaten, falls ich zwischendrin den Server mal lief, damit ich das nicht verliere. Crowded Vibes in der Musik. Ja, das ist aber von Boneworks. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir noch ein paar Raketen her. Wenn ich das richtig verstanden habe, sponsert in der Theorie GoRoy auch Gunpowder. Aber wir werden jetzt erstmal noch aus unserem eigenen was bauen. Zwar... Nee, Maudado. Ah, Level 3, okay. Ich wollte den Strider Mount machen. Ich wollte gerade erst sagen, dass ich die Striders ultra cool finde. So. Aber erstmal craften wir hier noch. Ich muss die Raketen im Einzel machen, weil wenn man mehrere Stacks macht, ich kann es ja mal demonstrieren. Nee, ich will es nicht demonstrieren. Aber ich kann, stimmt, ich kann die aufteilen und dann immer das Einzel reinlegen. Dann kriegt man Flight Duration 1 statt 3. Und das will ich nicht. So, legen wir wieder hier rein. Okay, ich wollte den Strider-Mount machen.
Ja, die Striders sind ultra nice. Vor allem, dass die Kinder auch auf den Eltern draufstehen, ist auch ultra cool. Ach, ich konnte das nicht machen wegen dem Basic Mount. Oh mein Gott. Wie dumm ist mein Gehirn. Habe ich noch einen Basic Mount? Weil ich hätte ja eigentlich. Die Upgrade hat man doch auch aus dem Mount Upgrade gemacht, oder? Ne, aus dem Flight Upgrade. Aus was hat man das Mount? Ich hatte eigentlich ein Upgrade, was mit Mount war. Was, Drache? Nee, ich hatte mal mein Hühnchen. Mein Chicken. Ja, ich hab mal das Chicken und ich hatte auch mal den Golem. Aber die sind beide verstorben. Ja, schade, dass man das nicht mehr herstellen kann. Ja, das Bone Theme heißt es. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach, hier oben Filter. Okay. Ja, dann gehen wir doch in die Wüste. Ich muss hier nur mein Inventar leeren. Dann werden die Bienen währenddessen weiter vermehrt. Und wenn ich zurückkomme, ist alles super gut. Ja, dann stellen wir wieder. Junge, dieser Filter. Weg damit. Ja, dann stellen wir wieder diese Kiste auf, die ich letztes Mal auch benutzt habe, um die Sachen zwischenzulagern. Zack. Hauen hier alles rein, was ich nicht brauche. Ein bisschen Essen sollte ich, glaube ich, mitnehmen. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Eigentlich Leinen sollte man immer mitnehmen. Falls man mal Tiere findet, die man haben will. Oh, okay. Und irgendwie habe ich es geschafft, ganz viele Flight Durations zu craften. Leider ist Max Tanken wieder kaputt, sonst hätte ich fliegen können. Ah, ja, ich glaube, ich nehme einfach die Elytra. Ich habe extra diese Level 3 Raketen gemacht, damit geht es auch recht schnell. Ich weiß auch gar nicht, wo unser Flugzeug ist. Ich weiß nicht mal, ob Liam mich hört. Ich sollte eigentlich schreiben. Okay. Ja. Ich, warte, ich guck mal. Ich öffne mal die Koordinaten im Fenster hier, dass ich die mir hier hochziehe, dass ich die durchgehend zu sehen habe. Aber vielen Dank fürs Raussuchen, das war sehr nett. Obwohl, es ist gerade gar nicht Nacht, oder? Oder wird Nacht? Hat man bei F3 die Uhrzeit gesehen? Nee, ist Tag. Gerade. Day. Ah, da. 1317. Ja, aber wir brauchen ja auch ein bisschen, bis wir da sind, oder? Okay, dann teste ich erstmal die Richtung ab. Oh, obwohl, das ist doch weit. Schaffe ich es da mit den Raketen hin? In die Richtung? Oh Gottes Willen, warum sind die Pfeile? Zum Misshaus. Waren seine Augen immer schon aus dem Material? Oink. Okay. In die Richtung, 4000. Und in die Richtung ein bisschen. Das ist so. Nee, hä? Aua, aufhören. Ich lese gerade die Koordinaten, währenddessen kann ich nicht denken. Nee. In die Richtung? Und in die. Hallo, ich habe gesagt... Oh, das ist einfach nur unhöflich. Das ist einfach... Ach, das sind die... Es sind der Fabrik, dankeschön. Dankeschön. Options, Video Settings, Renaissance hoch. Okay. Koordinaten sind schwierig. Ah, doch. Das sollte auf jeden Fall gehen. Mit den Level 3 Raketen. Man sieht meine Elytra nicht, weil ich es ausgestellt habe. So, dann ein bisschen mehr so und dann soll das gehen. War ich da auch schon mal in die Richtung? Oh ja, das sieht fast so aus, als wäre ich da gewesen. Ah, nee, ich war nicht da. Nicodidado, bin weg. Untertitel ist falsch. Welcher Untertitel? Der Untertitel ist falsch geschrieben. Das heißt nicht Minecraft Ratto. Hä? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich
Hilfe, komm nicht auf den Discord, hab meine E-Mail verifiziert und die Regeln gelesen, bin circa 20 Minuten drauf. ganz unten bei den Regeln steht, was du machen musst, damit du dich dann auch freischaltest. Wie gesagt, du musst verifizierte E-Mail haben, 10 Minuten auf dem Discord, heißt die Regeln, hast du ja genügend Zeit, um es durchzulesen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann entferne die das einfach nochmal und mach's nochmal drauf. Das buggt also ein bisschen rum. Also eigentlich ganz merkwürdig. Also manchmal, der Karlbot hat manchmal ein paar Disconnects, das ist das Problem. Okay, da haben wir gerade unser Momentum durch den Leck verloren, danke. Okay. Okay. Nein! Der Lag hat mich umgebracht. Oh nein! Oh nein! Oh! Was heißt Discord und F? Und F! Your health, oh, bad change, respawn anchor, old, obstructed. Ah, ich sink grad komplett in meinen Stuhl ein, Leute. Ich sink grad komplett in meinen Stuhl ein. Naja, gibt's, oh ja, dafür gibt's süße Bienen. Danke, Ratte, dass du das für mich gemacht hast. Merkt ihr die Chords? Ne, ich brauch die nicht. Ich hab einen Kompass, der mich zu meiner Seele führt. Und im Notfall habe ich es im Stream. Okay, ich rüste mich ein bisschen aus, damit wir auf keinen Fall sterben. Ich glaube, ich mache mir eine Eisenrüstung. Ne, ich muss mir gar keine Rüstung machen. Ich bin ja ein Trottel. Wir haben ja die die Endfestung gelootet und haben noch ganz viel extra Rüstung. So, und noch, ja. Lederschuhe, passend zur Ausrüstung. Ich hol das Mikrofon zu mir. Oh, so. Ich erhebe mich nicht mehr höher aus meinem Stuhl. Ich werde hier drin jetzt nicht mehr rauskommen. Das war's. Das war's. Oh. Ich hoffe, ihr hört mich so gut und ich bin nicht zu leise. Ich habe die Tür aufgelassen, aber wir brauchen Essen zum Zeug holen und wir brauchen noch Blöcke und ein Boot. Heißt Holz am besten, damit wir schön flexibel sind. Mann. Mann, oh Mann. Oh, das neue Anno, Mann. Ach Leute, Anno habe ich ja gespielt. Ich weiß gar nicht, habe ich das erzählt? Anno 1800? Ultra entspannt. Ultra entspanntes Spiel einfach. Was wollte ich noch? Holz. Ich nehme einfach das mit und dann noch chillige Blöcke. Chillige Blöcke sind die hier, weil die kann man echt schnell abbauen. Und noch eine Spitzhacke. Da habe ich bestimmt irgendwas hier drin. Ja, die da. Das ist auch ein Bornwerk Soundtrack. Der heißt... Light Shine Through von Michael Wiekow und Judith Lamachie. Ultra cool. Ich hoffe, ich werde nicht geclaimed. Ich hoffe, ich werde nicht kaputt gemacht. So, der Kompass zeigt automatisch zu unserer Leiche. Heißt, das ist recht entspannt. Das ist ein recht gechilltes Upgrade. Hätte ich noch ein paar Raketen. Ich habe sogar eine zweite Elytra in der Theorie. Aber ich glaube, ich sollte die nicht... wenn ich jetzt nochmal sterbe, platzt meine Seele auf und meine Items liegen rum und können despawnen. Deswegen mache ich das mal lieber nicht. Bist du eigentlich Fan von Lo-Fi oder so? Oder same stuff? Ich habe auch nochmal eine Weile eine Lo-Fi gehört. Aber es gibt ja auch, keine Ahnung. Ich wechsle bei Musik recht viel durch. Hier das neue Album von Snails House geht in so eine ultra entspannte Richtung. Also ich mag entspannte Musik. Sagen wir es so. Derzeit mag ich entspannte Musik. Und dann irgendwann wieder nicht. Und dann höre ich andere Sachen. Ah ja. Meine Seele ist irgendwo da in die Richtung. So, wir können die Renaissance wieder herstellen. Hast du Fluch der Bindung auf deiner Rüstung? Ja. Ist nicht schlimm, wenn die verschwindet.
Ich habe ja, meine Hauptrüstung hat das nicht. Also, was heißt meine Hauptrüstung? Meine Hauptrüstung besteht nur aus einer Hose. Und einen, oh, ein Eisbär. Leute. Leute verstehen kein Vocaloid. Ich, wie gesagt, das letzte Jahr habe ich 23.exe entdeckt. YY und Telo Telo ist ultra nice. Und hier die Sachen von Giga und Kira habe ich auch ultra gefeiert, weil das sind so neuere Sachen, die es davor nicht gab. Also, weiß ich nicht, so alte Vocaloid-Sachen höre ich halt auch gar nicht mehr. Deswegen hat mich das gefreut. Was ist das für Mucke? Das ist von A Short Hike, einem sehr schönen Indie-Spiel. Was kurzes, was Spaß macht, kann ich empfehlen, habe ich auch auf meinem Kanal Videos zu. Aber selbst spielen ist immer besser, Leute. Kannst du Roblox spielen? Ich muss sagen, Roblox ist eigentlich ganz cool. Aber Roblox wird auch aus irgendeinem Grund ultra gehatet, deswegen keine Ahnung, ob ich sie auf meinem YouTube-Kanal bringe. Roblox hat halt ein paar lustige Modi und mit Freunden ist es halt ultra funny. Klar, es ist auch trashig, aber es ist halt lustig trashig. Also es ist eigentlich echt nett. Durch die ganzen Spielmodi, die Community selbst erstellen kann, es hat so einen kleinen Minecraft-Effekt. Nur mehr, ist halt ein offenerer Code, ist mehr möglich. Dafür ist das Grundspiel halt nicht ganz so hübsch und ist halt ein bisschen monetarisiert mit den ganzen Modifikationsmöglichkeiten von den Avataren. Aber Roblox ist eigentlich, ich muss sagen, für das, was es ist, ist echt eigentlich kein schlechtes Spiel. Also den ganzen Ultra-Hate hat es eigentlich nicht verdient. So, dann machen wir uns ein Boot. Ja, ich weiß, was Curse of Binding ist. Die Rüstung verschwindet, wenn ich sterbe. Leute, ich bin kein Minecraft-Noob. Man kann nicht spenden. Ist aus. Erstmal. Man kann nur Mitglied werden, maximal. Und wenn ihr Mitglieder werdet, es gibt auch neue Emotes. Alle von Solar Eclipse auf Twitter, von Elias. Die sind ultra nice. Die finde ich, also, ja. Als nächstes kommt das Laser-Emote. Mach bitte mal Lambodado sogar, nee. Ja, da sehe ich, I hate Roblox, ja, obwohl du es nie gespielt hast. Ja, ich war, wie gesagt, es ist ein recht beliebtes Spiel und es wird, glaube ich, auch gut ausgenutzt, teilweise auf YouTube, aber dafür kann das Spiel ja nichts. Man kann ja, ich kann das verstehen in einer gewissen Weise, aber man kann ein Spiel halt eigentlich nicht haten, weil es beliebt ist. Das ist halt eigentlich, ja, weiß ich nicht, irrational. Hier hat aber die Taste. Das ist halt einfach ein heavy Community-Content heavyes Spiel. Da ist zwei Boote in einer Kiste. Und das bringt mir was? Welche Angewohnheit hast du beim Essen? Welche Angewohnheit ich beim Essen habe? Inwiefern? Ich esse immer am PC. Ist das eine Angewohnheit? Also meistens, ich würde sagen, im 90% der Fälle esse ich am PC. Ja, und ich habe halt keine Kontrolle über das Essen irgendwie.
Das Essen kontrolliert er mich, beziehungsweise ich kontrolliere das Essen beim Einkaufen. Aber ich ernähre mich recht gesund. So. Hier. Das ist meine Erfahrung, da oben ist mein Loot. Mittlerweile. Da gab es auch andere Zeiten. Nee, das ist kein Scrubs. Ja, aber das ist doch das Einfachste der Welt. So. Ich will auf keinen Fall irgendwas verlieren. Wir bauen eine Plattform. Und da wir so weit von zu Hause weg sind, muss ich sie auch nie abbauen. So, okay. Das hier war meine Kleidung. Das war anscheinend mein richtiger Helm. Meine Elytra. Und da meine Hose. Dann muss ich noch meine Charms anziehen. Das war einmal das Hufeisen. Das Schulkerherz. Hatte ich nicht noch was? In meinem Backpack. Ich hatte doch noch was, oder? Anscheinend nicht. Okay, wir können unsere Reise fortsetzen. Welche Richtung? Okay. In die hier schon mal. Und in die hier. Heißt so wieder. Ich hoffe, ich platze nicht nochmal. Weil jetzt habe ich meinen Kompass dabei. Und wenn ich den verliere, dann finde ich meine Leiche nicht mehr. Außer über die Koordinaten. Heißt, wenn es laggt, nicht mehr düsen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was soll ich machen, wenn das passiert? Ist es der Server-Lag, durch den das passiert? Soll ich überhaupt noch? Soll ich lieber Boot fahren? Okay, ich bin ganz langsam zu der neuen Rakete. Oh mein Gott. Okay, ich drehe einfach instant in die Richtung, wenn ich den ersten Schaden... Ja, ich muss Boot fahren. Ich muss Boot fahren, ich kann nicht fliegen. Hast du keine EC? Was für eine EC? Eine EC-Karte? Ich hab eine EC-Karte? Warum willst du das wissen? Ich gebe meine Daten nicht weiter. Ach, eine Enderkiste. Nee, ich habe keine dabei. Wäre aber eine Idee gewesen. Aber eigentlich habe ich durch meinen Rucksack und meinen Spiegel eigentlich immer richtig viel Platz. Überleg gerade, was in meinem Leben noch so passiert ist. Aber eigentlich nix. Ich habe gamertechnisch echt wenig gemacht. Ich glaube, das letzte, was ich selbst gespielt habe, was kein Multiplayer ist, ich habe halt LOL recht viel gespielt. Jetzt wieder die letzten Tage. War Omori, da habe ich auch die erste Stunde aufgenommen, habe das dann geschnitten und deswegen nicht mehr weitergemacht. Ich glaube, das spiele ich einfach alleine fertig. Aber das wirkt eigentlich wie ein echt cooles Spiel. Oh, was ist das? Wollen wir da vorbeischauen? Was ist das? Ja, hier können wir ja aufsteigen. Oder zieht es einen runter? Hat man da Aufschub? Na, man hat Aufschub bekommen, oder? Nein, es zieht! Oh Gottes Willen, es wollte mich ertränken. Ja, okay, gehen wir. Ich hoffe, die Richtung vom Boot stimmt noch. Ja. Gibt es auch größere Boote? Was? Gibt es auch größere Boote? Ach, Boote! Boote! Nee. Also es gibt so Boote, die am Boden rumliegen in der See, aber hier, das ist das größte Boot, was man fahren kann, falls du das meinst.
Ich hab's geschafft, auf Englisch zu kommunizieren die letzten Tage. Das war krass. Ich hab auf Englisch geschrieben mit ein paar Leuten. Ah ja. Das war verrückt, da habe ich sehr viel immer nachgedacht. Aber vielleicht hat das meine Englisch-Skills ein bisschen verbessert. Alles klar? Ach, das war die Schlucht, okay. Welchen Anime magst du bis auf SAO, Leute? Warum fragt ihr immer diese? Ich mag SAO nicht mal. War das mit Absicht gestellt, weil du das wusstest? Wir reden nicht über Animes. Das ist ein Loophole. Nichichu. Zack, Ende. Ich nehme schon mal Rust. Nee. Ich habe meine Rust-Erfahrung in meinem Leben gemacht. Ich habe Rust gespielt mit O-Saft, Wintercracker, Schlingel. Schlingel war, glaube ich, auch dabei. Und dann wurden wir haben einfach jemandem geholfen, der nackt an unserer Base vorbeigelaufen ist, der neu angefangen hat. Haben den Items gegeben, waren richtig nett zu dem, haben mit dem geschrieben. Der hat Essen von uns bekommen, alles. Das war vor 5 Jahren oder so. Und dann loggen wir uns aus hinter unseren Eisenwänden und Türen. Und dann, also damals war es so, wenn du so eine Wand kaputt machen wolltest, musstest du entweder 5 Stunden gegen die Tür schlagen oder 10 Stunden lang TNT grinden, so einen Sprengsatz, glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Heißt, es war einfach unmöglich für den, ohne quasi sein Leben darauf aufzuwenden, uns umzubringen, da reinzukommen. Auf jeden Fall loggen wir uns aus, in Rust lockt man sich ja aus. Und der Körper bleibt an der Stelle liegen, wo man sich ausgelockt hat. Auf jeden Fall loggen wir uns halt aus, in unserer Basis, hinter diesen Metallwänden, die eigentlich ultra sicher sind. Und dann loggen wir uns einfach ein, als ob ein Mesa-Biom. Und da steht, der Typ hieß Governor Mark. Governor Mark hat dich umgebracht. Und danach habe ich Rust 5 Jahre nicht mehr gestartet. Und das war's für mich. Schlinge hat noch einen Server gemacht, da war ich auch kurz drauf. Und hab mir angeguckt, ob sich viel verändert hat. Es hat sich schon ein bisschen was verändert, aber es ist halt immer noch dasselbe Spielprinzip. Aber jetzt gibt's coole Pferde, mit denen man hin und her reiten kann. Das ist ganz chillig. Nee, Rust ist nicht so mein Spiel. Vor allem nachdem ich Grounded gespielt habe. Ich bin ja nicht so der Survival-Spiel-Fan, die in die Richtung gehen. Weil die meistens recht unfertig wirken und recht grindlastig sind. Und ich muss sagen, Grounded hat mich einfach von dem absoluten Gegenteil überzeugt. Grounded war einfach mega nice. Das ist echt ein richtig gutes Survival-Spiel. Also das beste Survival-Spiel. Ich habe ja auch Ark ein bisschen ausprobiert und alles, aber das war auch sehr viel Grind. Und sehr, weiß ich nicht. Irgendwie haben diese Spiele, was irgendwie Grounded komplett geschafft hat, zu umgehen, so diesen selben Look. Und ja, keine Ahnung. Ja, nee, ich werde Rust nicht spielen. Aber das machen ja genügend andere Streamer. Und da gibt's ja, ich weiß nicht, ich würde auch nie auf so einen Streamer-Server oder so mit anderen YouTubern, weiß ich nicht, wo man dann auch noch redet, das würde ich eh nicht machen. Oh, ist es da schon? Ist das schon die Wüste? Als ob. Danke, Lia, ja. Es muss nur noch Nacht werden. Und dann muss ich hier Mumien töten, beziehungsweise Husks. Steht hier Desert? Desert Hills. Macht das einen Unterschied? Am Ende hat der Mod das nicht geprockt. Aber hier hinten dürfte normaler Desert sein, oder? Ja, Desert. Ja, eben. Ich muss ja, also ich will auf keinen Fall Rust schlecht reden. Das macht ja genügend Leuten Spaß. Nun muss ich halt nicht auch spielen, oder? Muss ich? Bitte. Bitte. Ich muss nicht, oder? So, okay. Ich habe Looting 3 auf meinem Messer. Wir werden eine Nacht lang... Obwohl, ich bin eigentlich einen weiten Weg hierher gekommen. Für eine Nacht nur? Ich meine, ich kann ja dann in der Zwischenzeit das Mesa-Biom komplett abbauen. Kann ich eigentlich jetzt auch gerade machen. Ui. Ich meine, Minecraft grind ich gerade auch. Also so ist es ja nicht. Oh, roter Sand. Kann ich auch mitnehmen. Keine Ahnung, was man damit Cooles machen kann. Ich habe nicht mal Hitman 2 gespielt. Hitman gibt's bei Zombie. Das ist ein Zombie-Spiel.
Aber Hitman soll echt cool, sieht echt ganz cool aus, muss ich sagen. Man hat die Geburtstag gar nicht. Hello, Modado, how are you? I am fine. was soll ich denn heißen? Ach so. Ich kann den heißen Helm nicht mehr abnehmen, das ist korrekt. Hä, warum? Curse of Binding, Curse of Vanishing. Ah, okay. Okay. Ich hab gedacht, die hätten beide Curse of Binding, Vanishing drauf. War ich Silk Touch? Okay. Silk Touch auf der Spitzhacke bringt da nichts. Ah, es war eh Forge, oder? Nö. Wie viel Geld für das Face Reveal? Ach, Leute. Dann warten wir hier auf die Nacht und entspannen. Ihr beleben, aber als Modado-Version, also dein Creeper, oboh, man. Was? Was? Warte. Da muss ich genauer nochmal. Hey, wollen wir ein Meme wiederbeleben, aber als Modado-Version, also den Creeper, wo man bloß als. Hä? Creeper, oh man? Warum habe ich das vorgelesen? Ratro. Habe ich das R vergessen? Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit, bis Nacht wird? Ist hier irgendwas? Ich muss doch ein krasses Gameplay liefern, sonst rasten die aus. Oh, was ist das hier? Ist so dunkel, ich sehe nichts. Ach egal, ich gehe trotzdem runter. Was will schon passieren? Ich habe keine Kohle, sonst würde ich hier Zeug hinmachen. Was ist das für Material? Das kenne ich gar nicht. Oh, ein goldener Brustpanzer, als ob. Was ist das? Jasper. Ist das von Mod oder ist es neu? Das ist. Ja, das ist Sandstein. Ich wollte gerade sagen. Habe ich mir das eingebildet? Ich könnte schwören, da war gerade irgendwas. Gott, ich werde verrückt. Ich werde verrückt, Leute. Ich dreh durch. So, bauen wir alles ab. Leute, ihr könnt euch selbst Musik von Lucas the Ripper machen. Oh, werden die Fragen immer besser. Magst du Milka? Ich muss sagen, Milka-Schokolade finde ich jetzt nicht so ultra im Verhältnis zu anderen. Ich weiß nicht, die hat diesen spezifischen Eigengeschmack, den irgendwie keine andere Schokolade hat. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, den ich nicht so mag. Der so ultra lang im Mund nachwirkt. Ist halt irgendwie blöd, dass wir jetzt am Tag gestorben sind. Ich hole noch ein bisschen Sand. Okay, das hätte schief gehen können. Wäre ich da in der Mitte gestanden und nicht am Rand? Aber sehr gut. Gummibärchen oder Schokolade? Schokolade. Ganz klar. Alles andere ist ja auch. Also, alles andere ergibt ja auch keinen Sinn.
Oh, warum bin ich gestorben? Danke, Nicole. Wie alt bist du? Alt? 26? Salzige Chips oder Ungarisch? Ungarisch, aber ich liebe auch. Oh, das sind als ob. Hä? Spannung. ich liebe, also meine Lieblingschips sind tatsächlich Salz und Essig. Salt and Vinegar. Das Ultra. Die ist schon leer von mir. Ja, aber du hast den... Du hast den Clay da gelassen. Ui. Ah, das TNT ist auch weg. Oh, die schicke Sandkiste ist noch da. Oh, Birke. Die hatte ich noch gar nicht. Und Knochen anscheinend. Die Knochen nehme ich mit. Eine Horse Armor. Insane. Ja, mit was baue ich mich jetzt hoch? Mit Jasper? Na, ich will, glaube ich, den guten Jasper. Max Burger. Ketchup oder Mayo? Bitte noch. Keine Ahnung, beides gleich. Was? Magst du Burger? Gemüsebratling ist teilweise ganz nice, aber ist okay. Keine Ahnung. Die vegetarischen Burger von Hans im Glück fand ich damals ganz nett in Karlsruhe, aber hier, keine Ahnung, ewig nicht mehr gegessen. Du bist live, ja, ich bin live, magst du eine Marvel? Keine Ahnung, okay, ich gucke generell nicht viele Filme, deswegen weiß ich nicht. Bin ich vielleicht nicht der Beste zum Fragen? Hast du gerade ein Haustier? Ich habe bestimmt eine Spinne im Haus. Oh, hallo. Oh, ihr seid ja schick. Im Schnee. Papier. Okay. Also, die sehen echt cool aus im Mesa-Gebiet. Oder in der Wüste. Okay, und es wird Nacht. Es wird Nacht. Die alles entscheidende Nacht. Oh, stimmt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann. Ich muss unbedingt Kakteen mitnehmen. Okay, ich habe mich aufgesetzt. Ich habe mich von dem Tod vorhin erholt. Ich werde noch irgendwas Spannendes wird noch den Stream passieren, Leute, oder so. Ich verspreche es. Und wenn ich dafür, keine Ahnung. Mein Mainboard ist angekommen. Und mein CPU ist auch noch da. Ich habe noch nie tatsächlich einen AMD-Prozess und seinen Zockel gemacht. Das könnten wir machen. Komplett verzweifelt. Oh, hallo! Okay, ja, dann gehe ich mal rumlaufen, dann dürfen die eigentlich Zombies spawnen, beziehungsweise Husks. Und wenn ich verstanden habe, sind Husks einfach Zombies, die in der Wüste spawnen, oder? Dann nehmen wir noch ein paar Kakteen mit und stellen die dann daheim in Blumentöpfe. Oh mein Gott, eine weiße Katze. Oh mein Gott, ich kann sie nicht mitnehmen, weil ich keinen Fisch habe. Hab ich Faden? Nee. Ja, schade. Ja, was müssen wir machen? So, da ist ein Zombie. Da. Das ist ein Husk, oder? Die hat einfach alles. Zack. Dann komme ich gleich. Oh Gott, der hat mich vergiftet. Warte, ich gehe kurz. Ich mag Gravity Rush 2, den Soundtrack auch ultra. Oh, danke schön, hier für dich. So, wo ist die Katze? Sie weiß auf weiß, ist halt schwer zu sehen.
Ich glaube, ich sollte erstmal, bevor ich... Eigentlich läuft die ja nicht weg. Ich glaube, ich sollte erstmal eigentlich jetzt die Husks jagen. Weil die Chance, den gedroppt zu bekommen, ist echt nicht so hoch. Das soll ich jede Sekunde nutzen. Okay, okay, ich komme am Tag wieder. Dann sehe ich sie auch besser. Ich gehe jetzt Husks töten. Nein, ich werde nicht meine Haare zeigen. Ich werde nichts mehr von mir zeigen. Ich habe, wie gesagt, das am Ende des letzten Streams, ich habe nichts so schnell bereut wie das. Hä, was passiert da? Oh. Ich verstehe. So, da ist wieder ein Husk. Wir ignorieren auch einfach alles andere. Ich hoffe, ich kann, obwohl ich habe eigentlich die Gerüstung an. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Inventarplatz frei, damit ich das auch auf keinen Fall verpasse, wenn ich den bekomme. Und ich öffne mal, bin ich noch in Desert? Ja. Nicht, dass es hier irgendwie Desert Hill ist und dann kriege ich es am Ende nicht. Da, ist ein Husk. Bitte gib deinen Rare Drop. Nein, okay. Ich find's lustig, dass die Sand droppen. Bau mal live dein PC zusammen. Nee, ich hab gerade nur mein Mainboard, meine RAM und mein CPU. Es kommt alles vereinzelt, weil irgendwie alle PC-Teile der Zeit einfach nur nicht vorhanden sind auf der... Der hat da! Da, er hat ihn auf! Oh mein Gott, ich habe den Enderman angeguckt. Wehe, du tötest mich. Ich raste so aus. Er leckt halt. Er ist unberechenbar dadurch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich esse erstmal. Ich will hier auf keinen Fall sterben. Oder verliert ja seinen Hut nicht. Das ist ein Albino-Hase. Es darf jetzt nur kein Creeper von hinten kommen. Deswegen laufe ich im Kreis. Okay, von hinten kommt noch ein Zombie. Oh mein Gott. Er hat es nicht gedroppt, oder? Nee. Aber er hatte ihn auf. Er hatte ihn auf. Da hat noch einer einen auf. Aber die nicht getroppt. Gib doch her. Gib den Safari-Hut. Zombie, oder warum sammelst du? Nee, ich sammle für mich selbst. Eine Hexe? Hexen sind ultra gefährlich. Ich weiß gar nicht, ob ich dahin will. Okay, aber er kommt her. Damit kann ich eine Laserratte später... Oh mein Gott. Nee, hat er nicht. Ich muss weg von der Hexe. Oh mein Gott, sie wollte mich verlangsamen. Oh, es hat aufgehört zu schneien. Okay, das ist das Gefährliche. 2 Sekunden nur. Alter, aufhören! Sie hat mich verlangsamt. Slow, 30 Sekunden lang. Okay, ich geh weg. Kein Bock. Nee, nix. Ich darf die Fische nicht essen. Brauche ich für die Katze. Oh mein Gott. Ich bin auf dem Eis so schnell wegen meinen Schlittschuhen. Habe ich nicht einen Bogen? Ich habe einen Bogen. Oh mein Gott. Oh nein, sie trinkt. Okay, ich hab sie. Da hinten hat wieder einer den Hut auf. Hat er nicht gedroppt?
Ist halt ein Rare Drop. Oh, Alter, das ist ein Ultraskelett. Ah, das ist ein normaler Zombie, kein Husk. Da ist wieder ein Husk. Ancient Remains. Oh, habe ich da gerade einen Creeper gehört? Nee. Was? Leviathan. Ah, wegen der Leiche. Der hat wieder den Hut auf. Ich habe halt Looting 3 drauf. Nee, schade. Hallo, stopp. Sieht richtig gut aus. Ich hoffe, ich sehe... Ja, ja, ich sehe auch so aus. Hey, normale Zombies. Desert. Okay, sieht nicht gut aus, Leute. Da ist einer. Zwei weitere. Junge, ist okay. Junge, die Spinnen. Alter, droppen die viel Zeug. Oh, ich habe ja auch Looting drauf. Oh nein, die Sonne geht auf. Okay. Eine erfolglose Nacht, Leute. Das war auch keine gute Idee. Aber ihr habt es im Chat geschrieben. Wüste, Wüste, Mordade, Wüste. Ihr seid schuld. Aber wir kriegen eine weiße Katze. Gleich. Das ist immerhin etwas, falls ich sie dann wieder finde. Und sie nicht einfach ans Ende der Welt gelaufen ist. Da war ein Creeper, aber ist in Ordnung. Eigentlich sind die Creeper eine gute Index, wo die Katzen nicht ist, weil Creeper haben ja Angst vor Katzen. Ich hoffe, sie ist nicht in die Höhle oder so gerannt. Aber da steht ein Creeper in die Wand gedrängt, vielleicht ist die da. Ja, der Creeper, ah ne, er kommt zu mir hin. Okay, hier ist die Katze nicht. Oder haben die nur Angst vor Axolotls und vor Katzen nicht? Zusammen, Axolotls, was sage ich? Ocelots. Habe ich mir die weiße Katze vorhin eingebildet? Sieht schlecht aus. Eigentlich laufen die so, also sie spawnen zumindest um die Stadt herum. Ich weiß nicht, ob sie dann auch um sie herumlaufen. Eigentlich müsste die hier irgendwo sein. Oh, hey, das Dorf hat sogar einen Eisengolem? Ich habe gedacht, hier leben richtig wenige. Hey, das ist doch nicht, mal ein richtiges Dorf. Hier leben drei Villager. Warum gibt es hier einen Eisengolem? Oder wurde es auch verändert? Unten am Berg, hinter dem Berg. Am Fluss hinter dem Berg. Links, links, links. Da war sie, links. Bin ich blind? Ich bin wahrscheinlich blind. Blink. Bin bei der Katze. Oh mein Gott, ich sehe nicht mal Lia. Wie soll ich...
Unter dir. Ah, WTF, wie kannst du das... Ja, ich weiß nicht, wie ich das übersehen kann. Unter dir. Das ist ein Schaf. Unter mir. Zurück. Rechts von dir. Muss ich den Stream angucken, um sie zu sehen? Da! Hab dich! Hallo! Zack! Sehr gut. Ah. Die sieht hübsch aus. Aber, hä, warte, bei was für eine Katze ist dann? Lyroon. Bei mir ist noch eine zweite. Ja, eben. Warte, ich laufe einmal im Kreis. Weil, ich habe vorhin auch eine andere gesehen. Weil die ich gesehen habe, war komplett weiß. Und die hier ist ja grau-weiß. Ja, hier. Creeper, was machst du jetzt? Ich habe eine Katze. Hä? Der hat gar keine Angst. Hä? Ihr habt gelogen, Chat. Der hatte keine Angst vor meiner Katze. Ich laufe einmal im Kreis. Oh, da. Willst du die haben dann, oder? Ich meine, ich habe ja schon eine Katze. Ah, da, das ist sie. Komm her. Zack. Der Server lag zum Glück genug. Ja, das ist eine andere. Zack. Warte, kannst du die vermehren? Kannst du dir ein Kind machen? Beziehungsweise ist all dein Fisch. Das ist jetzt deins? Kannst du es sitzen lassen, oder? Oh, ne. Aber ich habe die eine auch gefüttert. Die eine war ja schon gefüttert von mir. Vielleicht liegt es daran. Okay, dann habe ich drei Katzen. Okay. Sehr cool. Warte, wir brauchen keine Leinen. Katzen können schnell genug laufen, tatsächlich. Ist halt die Frage. Wie viele Ticks haben wir jetzt schon? 1003. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich mache das wirklich. Ich werde jetzt das erste Mal in meinem Leben ein ultra weird. Ein AMD-Sockel mit einem CPU befüllen. Ich hab nicht mehr. Ich kann nur das machen. So. Geht das? Ja, geht. Ich hab einen Schlafanzug an. Outfit of the day. Schlafanzug. Wow. So. Mal schauen. Ich werde wahrscheinlich geflamed für irgendwas wieder. Ich habe meinen PC einmal gezeigt und die Leute sind einfach nur ausgerastet, weil die Farbe von meinen Gehäusekühlern, von meinen Lüftern nicht zum Gehäuse gepasst haben und das juckt mich halt alles gar nicht. Und weil ich habe hier so einen AIO-Kühler gehabt, Wasserkühler, weil da das Logo nicht richtig rum war. Aber sowas mit den Schläuchen praktischer. So, wie funktioniert das? Kann ich das noch ein bisschen näher ran machen? Ja. Wir haben ein Mainboard. Und eigentlich ist es ganz einfach immer gewesen. Die Sache ist, mein Prozessor ist mittlerweile, glaube ich, 5 Jahre alt. Damals war Intel noch besser. Also hatte noch die besseren Gaming-Chips und alles. Heißt... Oh, hier sind die Pins. Guck mal, Leute, das sind die Pins noch am CPU dran. Ist das krank? Als AMD. Und jetzt habe ich mir endlich einen neuen geholt, weil
mit Premiere und allem geht's langsam echt zur Neige. So, und hier ist ein Dreieck, da ist ein Dreieck. Heißt eigentlich... Eigentlich muss es einfach so rein. Oh, wow, das war ja komplett... Wow, okay. Antiklimaktisch, das war ja ultra einfach, okay. Ich kann noch RAM reinstecken. Ultra spannend. Wow. RAM, den Schlingel gesagt hat, dass ich ihn holen soll. Zack. Dann kommt's wieder in die Box, bis das Gehäuse und alles da ist. Oh, falsch rum. Spannung pur. Ich komme mir gerade ultra dumm vor, Leute. Vor allem, weil ich... Hab ich's gerade falsch rum gemacht? Nehm's richtig rum. Vor allem, weil man es nicht sieht, oder? Man sieht's nicht mal. Was? Mein Arm erinnert dich an Attack on Titan? Was? Bitte, sagt sowas nicht. Das verunsichert mich nur. Das war der einzige RAM. Ohne RGB. An meinem PC. Zack. Ah, komm. Okay. Das war's, Leute. Tada. Mehr habe ich nicht. Kühler und alles ist noch nicht da. Insane kompliziert. Das Spannendste, was ihr heute hier in dem Stream sehen werdet. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Sehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Tschüssi.